Bereits als Bushido C104 angekündigt hat und sein erstes Single Ronin zusammen mit Animus veröffentlicht hat, gab Flair bekannt, dass er einen Diss-Track in der Hinterhand hat. Damals wollte ihn allerdings nicht veröffentlichen, da gegen ihn noch nicht namentlich und großartig gedisst wurde. Er ließ sich aber die Option offen, diesen Diss-Track im Laufe der Zeit noch rauszuhauen. Und genau diese Karte hat er jetzt gezogen. Gestern, als Bushido Flair erstmals namentlich disste, haute Flair dann seinen Diss-Track eine halbe Stunde nach Release von Bushidos Track raus. Der Diss-Track heißt No Name und Highlights sind vor allem Lines gegen Bushidos Ehefrau. Es ging ziemlich hart zur Sache und in den Adlibs ist sogar vermutlich Bass-Sultan Hengst dabei. Allein schon das Titelbild ist ein Diss an Anna Maria, da das Logo hier ein umgedrehtes Werder Bremen Logo darstellt. Zur Erinnerung, zur Zeit als Mesut Özil bei Werder Bremen spielte, war Anna Maria mit ihm zusammen. Viele Kritiker sehen Flair hier als den Sieger der beiden Diss-Tracks oder der beiden Diss-Lines. Während Bushido nur Karottenwitze erzählt, die es ja vor allem durch Kollega und Farid schon gab, bringt Flair neue Lines, die es gegen Bushido in der Form noch nicht gab. Vor allem brach Flair damit ein Tabu, was nicht mal auf JPG 3 gebrochen wurde, und disste Anna Maria und somit Bushidos Familie. Auch Synergy hat seit längerer Zeit einen Diss-Track gegen Bushido in der Hinterhand. Auch er ist jetzt offenbar durch Flair in den Geschmack gekommen, diesen Diss-Track zu veröffentlichen. Vor allem die indirekten Diss-Lines von Bushido gegen ihn mit dem Leak scheinen ihn zu triggern. Ob er den Diss-Track nun raushaut oder nicht, lässt Sinan seine Fans entscheiden. Die Mehrheit dürfte allerdings dafür sein. Nicht nur bei vielen Kritikern, auch in den Trendcharts gewinnt Flair knapp vor Bushido. In Deutschland scheint Flair in den Trends von YouTube nicht registriert worden zu sein, zumindest bis jetzt. In Österreich und Schweiz positioniert er sich aber vor Bushido und seinem Track Renegade. Welcher Track ist für euch besser? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten haben wir noch weitere News und Videos, die ihr gerne abchecken könnt. Daumen hoch und Abo nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.